Schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute, vor 6 Monaten, wurde ich operiert und habe ich meine Magenverkleinerung erhalten. Und aus dem Grund steht heute die halbjährliche Kontrolle an. Und da ich, um ehrlich zu sein, gar keine Ahnung habe, was auf mich zukommt, dachte ich, ich nehme euch einfach mal mit, zeige euch, wo genau ich operiert worden bin. Und ja, was genau ich euch alles zeigen kann, weiß ich noch nicht, aber ihr werdet es gleich im Anschluss sehen. Ja, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen aufgeregt, da ich wirklich nicht weiß, was auf mich zukommt oder was er alles machen möchte oder wie zufrieden er auch mit mir ist oder mit meinem Fortschritt. Aus dem Grund, ja, da ich denke, dass es vielen so geht, dass sie auch neugierig sind, was da so alles gemacht wird oder was da auf euch noch zukommen kann, ja, dachte ich, ich drehe mal was für euch. Ja, wie genau das jetzt gleich ablaufen wird, was ich alles so drehe, wie gesagt, weiß ich noch nicht. Ich habe schon ein paar Sachen geplant, was ich endgültig umsetzen kann. Ja, muss ich mal schauen. Aber ja, ihr werdet es gleich sehen. So, mittlerweile sind wir auch wieder daheim. Wir konnten leider nicht ganz so viel drehen, da wir vorher nicht gefragt haben, ob man drehen darf. Wir wollten da auch keinen Ärger haben. Deswegen haben wir nicht so viel gedreht, aber ja, jetzt sind wir wieder daheim. Jetzt habe ich auch die Entwicklung auf Papier und wenn ich so die Zahlen sehe, ist das eigentlich schon echt mega krass, wie das alles sich so verändert hat. Weil man nimmt sich selber gar nicht so wirklich so wahr, wie man wirklich ist oder wie andere einen sehen. Ja, ich würde euch gerne einfach mal ein paar Zahlen nennen, wie sich mein Gewicht und mein BMI und so weiter verändert hat seit der Operation. Es sind ja jetzt 6 Monate vergangen und ich habe, oder mein Höchstgewicht war bei der OP mit 165 Kilogramm. Das war, ich habe eine Größe von 1,93, das war dann BMI von 43,8. Als ich das Krankenhaus verlassen habe, hatte ich dann nur noch ein Gewicht von 159 Kilogramm. Da habe ich auf jeden Fall schon gut abgenommen in 5 Tagen. Da stand mein BMI bei 42,7 und man hat ja Kontrolltermin 2 Monate nach der OP, ein halbes Jahr und dann nur noch jährlich. Also mein nächster Termin ist im März nächstes Jahr, genau, März nächstes Jahr. Und bei der 2-monatigen Kontrolle hatte ich ein Gewicht von 143 Kilogramm und das ist dann ein BMI von 38,4. Da ist auf jeden Fall schon eine sehr krasse Entwicklung, innerhalb von 2 Monaten einfach mal 16 Kilogramm, das ist echt schon mega, mega krass. Und ja, jetzt die halbjährliche Kontrolle, bin ich aktuell auf einem Stand von 122 Kilogramm und einem BMI von 32,8. Also wenn man wirklich die Zahlen so hört, dann ist das ein mega krasser Unterschied. Das ist echt einfach mal 40 Kilo, die man im halben Jahr abgenommen hat. Das, ja, wie gesagt, mir selber kommt es gar nicht so viel vor, weil ich sehe mich immer noch im Spiegel, ich sehe immer noch meinen Ranzen und meine Hüften und aber ich gehe mittlerweile mit der Eileen ins Fitness. Ich merke schon, dass ich wieder richtig joggen kann. Das konnte ich davor nicht, weil ich einfach Knieprobleme hatte. Mir fehlt einfach die Luft. Und das ging einfach wirklich gar nicht mehr. Ich konnte mich gar nicht wirklich mehr bewegen, nicht joggen, nicht rennen, nichts. Und jetzt waren wir letztens mal spontan einfach mal eine halbe Stunde laufen auf dem Fließband. Und ja, es hat wirklich funktioniert. Bin in 20 Minuten, ich glaube, 3 Kilometer oder 3,5 Kilometer gelaufen. War nicht ganz so viel, aber es fiel mir nicht schwer, ich hatte keine Beschwerden und keine Schmerzen und ja, das sind so wirklich positive Entwicklungen, die ich jetzt wirklich merke, weil jetzt fange ich auch richtig mit dem Sport an. Ich habe mir endlich Sportschuhe bestellt, werde auch wieder ein bisschen Fußball spielen gehen. Vielleicht fange ich auch mal wieder mit dem Football an. Ich bin mir nicht sicher, bei welcher Sportart ich bleibe, das überlege ich mir noch, mal gucken. Aber so wirklich diese Entwicklung in den 6 Monaten, das ist einfach mega krass. Ich passe jetzt in XXL-Klamotten rein von 5XL und es ist einfach so viele positive Sachen in meinem Leben. Mir fehlt nicht mehr so oft die Luft. Ich habe einfach so viel Freude an der Bewegung und alles. Und ja, ich schäme mich auch einfach nicht mehr oben ohne irgendwo hinzugehen. Das heißt jetzt ins Freibad. Das sind alles so mega, mega schöne Veränderungen. Ich meine, ich war das letzte Mal schwimmen, als ich 16 oder 17 war und jetzt mit 24 wieder mal ins Freibad gehen, mich nicht mehr verstecken zu müssen. Und ja, das sind einfach alles so Entwicklungen, die man jetzt richtig, richtig bemerkt. Und
ja, ich freue mich auf jeden Fall wirklich auf das nächste halbe Jahr. Wie viel nehme ich bis März ab? Auf welchem Stand werde ich da sein? Da möchte ich auf jeden Fall unter die 100 Kilo kommen. Wie viel ich wirklich schaffe, mal gucken. Würde mir auf jeden Fall Mühe geben. Und ja, aber es macht alles auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ihr müsst keine Angst haben oder nicht aufgeregt sein vor dem 6-monatigen Termin. Er möchte eigentlich nur wissen, wie wir uns fühlen, wie es uns geht. Wichtig ist natürlich für ihn das Sodbrennen und so weiter. Wie fällt sich der Magen? Wie haben wir Probleme im Essen? Aber es sind alles so ganz normale und typische Fragen. Aus dem Grund, ihr braucht wirklich gar keine Angst haben. Freut euch einfach drauf. Seid stolz. Wenn ihr jetzt nicht ganz so viel abgenommen habt wie ich, wenn ihr nur 15 Kilo abgenommen habt oder sowas, freut euch auch darüber. Ich meine, es sind 15 Kilo mehr wie vor einem halben Jahr und das ist auch schon echt viel. Aus dem Grund, freut euch einfach drauf. Und ja. Ich bin einfach nur wirklich sehr, sehr glücklich drüber über die Entwicklung und ja, ich glaube, das war's dann. Mehr habe ich eigentlich so nicht zu sagen. Wir genießen jetzt noch den schönen Sonntag hier auf dem Feld, wie ihr sehen könnt. Ja, wir würden euch dann eventuell auch gerne mal Videos machen, wie bewegen wir uns, was für Sport machen wir oder welche Übungen und so weiter. Vielleicht machen wir das mal, wir werden mal schauen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut.